Verhält sich eine Anlagestrategie im Rahmen der Erwartungen? Warum dürfen kurzfristige, sehr positive Ergebnisse nicht den Blick auf die historischen Durchschnitte verzerren? Und welche Indikatoren können Anleger momentan auf strategischer Ebene für den Aktienmarkt betrachten? Wir starten direkt und betrachten ein Portfolio, sehen, es ist ein offensiv ausgerichtetes Portfolio. Der Vergleichsmaßstab besteht zu 70% aus Aktien, repräsentativ für ein global diversifiziertes Portfolio, und 30% Anleihen der Eurozone. Wir sehen, der Anleger hat das Kapital entsprechend im Sommer 2020 investiert. Man sieht einen idealen Verlauf. Das Portfolio hat entsprechend den Vergleichsmaßstab nach oben entsprechend gefolgt. Wir sehen aber, dass in der Abwärtstendenz die aktiven Entscheidungen dazu geführt haben, dass das Portfolio deutlich besser notiert als der Index. Also alles optimal gelaufen. Unser Anleger hat dementsprechend eine sehr gute Rendite erfahren in diesem Zeitraum, passend zu seinem Rendite-Risiko-Umfeld, das er im Vorhinein definiert hat. Und wenn wir nun die Daten betrachten, dann sehen wir, dass unser Anleger einen maximalen Verlust mitgenommen hat von rund 8%. Ist das nun ein guter Indikator, wie schlecht es werden kann? Weil in diesem Jahr kam ja sehr viel zusammen. Krieg, Inflation, straffere Geldpolitik, viele weitere Problemfelder natürlich noch on top. Und wenn wir hier mal für ein Portfolio aus 70% Aktien und 30% Anleihen das Ganze betrachten und wir erweitern die Perspektive auf einen Zeitraum seit Ende der 90er, dann sehen wir, dass die schlechteste 12-Monats-Rendite minus 26,6% betragen hat. Also historisch war es auch mal viel, viel schlimmer als das, was wir aktuell sehen. Das heißt, auch bei gut gelaufenen Anlagestrategien, nicht nur in der absoluten Einordnung, sondern auch relativ zum Vergleichsmaßstab, sollte in der Erwartungsmanagementbetrachtung nach vorne immer auch der historische Durchschnitt reflektiert werden, um auf der Anlegerseite die richtigen Erwartungen zu haben, um nicht von Marktentwicklungen negativ überrascht zu werden, dann gestresst zu sein und dann prozyklisch in fallende Kurse Risiken zu reduzieren, sondern im Gegenteil, sollten positive Phasen genutzt werden, um zum gewählten Risikoprofil zurückzufinden, Risikobudget aufzubauen, was dann in schwachen Phasen antizyklisch genutzt werden kann. Natürlich die Frage, die Anleger sich heute stellen, ist der Aktienmarkt teuer, ist er günstig, wo geht's hin? Worauf strategische Investoren blicken können, sind beispielsweise die Kurs-Gewinn-Verhältnisse gemessen an den berichteten Gewinnen. Sie sehen das hier oben für Aktien Europa. Da sehen wir, dass wir im Vergleich zum Durchschnitt seit 1973 jetzt einen Discount haben. Das kann man positiv entsprechend werten. Die Gründe sind bekannt. Politische Risikoprämie, Sektorzusammensetzung und Ähnliches. Und wir sehen in den USA, sehen wir weiterhin noch einen Aufschlag der Prämie. Aber auch hier natürlich die Relation seit der Betrachtung seit 1973. Also auch hier kann man vielleicht nochmal rauslesen, warum man häufiger in den Medien auch liest, dass die US-Aktien deutlicher anfälliger für Zinserhöhungen und Renditesteigerungen sind als beispielsweise in Europa respektive in der Eurozone. Dazu können Anleger auf die Risikoprämie schauen für Aktien. Die kann man beispielsweise ermitteln, wenn Sie hier den MSCI World nehmen in Rot. Die Gewinnrendite ist das umgekehrte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dazu sehen Sie hier den Zins für die 10-jährige US-Staatsanleihe. Sie können auch auf globaler Ebene 50% deutsche Bundesanleihen und 50% US-Staatsanleihen nehmen, einen Weltzins zu ermitteln. Dann sehen wir eine Risikoprämie unten von 3,1%. Die ist im historischen Kontext weder besonders hoch noch besonders niedrig. Und diese Daten sind natürlich nicht als Timing-Indikator zu nutzen, aber für strategische Anleger, die ihre Allokation festlegen für Zeiträume 5 Jahre aufwärts, sind natürlich diese Big-Picture-Betrachtungen sehr wichtig, um zu überlegen, welche Attraktivität haben Aktien gegenüber Anleihen, Anleihen gegen Immobilien, wie ist Gold und Rohstoffe entsprechend einzuordnen. Also es macht schon auch Sinn, auf diese Daten zu schauen, um die strategische Perspektive im Wirrwarr der Tagesschlagzeilen nicht zu verlieren. Und vor allem auch natürlich hier nochmal wichtig, das schließt sich der Kreis zu dem ersten Thema, um natürlich auch einzuordnen, welche Renditeerwartung bei welchem Risiko hat meine gewählte Anlagestrategie nach vorne hin. Und deswegen nochmal klar der Hinweis, die jüngsten Entwicklungen oder die Entwicklungen der letzten 10, 12 Jahre sind ein schlechter Indikator für die Risikoschätzung nach vorne. Der Horizont sollte erweitert werden, nicht um sich defensiver aufzustellen, sondern um das richtige Mindset für die zukünftigen Kapitalmarkterwartungen zu erhalten, um dann auch die Disziplin zu haben, entsprechend zu agieren. Nur
Wer entsprechend langfristig agiert und die Prozyklik vermeidet, der kann auch die Risikoprämien verdienen, die der Kapitalmarkt langfristig bietet. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.